Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangiluravi und ich bin unterwegs mit dem ES3 auf meiner Heimline. Diesmal haben wir ein schwieriges Match vor uns, weil wir haben nicht nur unsere Stufe 8, nein, nicht Stufe drüber, Stufe 9, nein, wir haben auch noch Stufe 10. Und das ist auf beiden Seiten zwei Heavys dabei. Im Gegnerteam das 60 TP und das Objekt 452K. Aus der Montagehalle. Auf unserer Seite ein S-Kong und das Chieftain. So. Ersten aufgeklärt. Und schon 1800 Spot-Schaden gekriegt. Insgesamt schon 2000, weil der EBR, den ich noch aufgeklärt hatte, hat auch noch kassiert gleich. Das Objekt 772. Er hat einen Feuerlöscher dabei, den hat man mal kurz in Brand gesteckt. Nächster Schuss. So ein bisschen safe zu spielen, nicht zu viel zu riskieren. Also solange die immer wieder versuchen, mich zu erwischen, pieken die weit genug raus, dass die hinter mir auch schießen können. Ein FV. Glück nur 911. Ich glaube, er wird abgekürzt haben, dass 2 HP stehen geblieben sind. So, habe ich nochmal gewechselt, damit ich also Snapshots probieren kann. Weil mit 2 HP. Da können wir den 110 von der Seite eine mitgeben. Und nochmal Spot-Schaden. Also jetzt eher ein Spotter als ein Austeiler. Aber dafür waren die Treffer, die gelandet worden sind, eigentlich wichtig und richtig. Und den zu sehr verzappelt. Weil der Treffer auf den VZ, FV wäre Gold wert gewesen. Damit war die Runde für mich leider schon erledigt. Aber steht 4:3. Und wenn die Anzeige stimmt, sind wir gutes 5000 HP vorne. Sollte doch eigentlich nichts weiter schief gehen. Jetzt hat der Arti auch den Tiger rausgenommen. Ich glaube gerade, dass das gegnerische Objekt 452K hat halt den wenigsten Spaß. Aufgegangen und gleich die FV-Schelle gekriegt. Und 1800, was es waren, die tun halt auch gleich richtig weh. Auch ein 10er. So, das Stupid Game End
MG. Warum muss ich beschwert? Weil die Runde sieht da relativ gut aus. 9 zu 5. Wir haben noch 3000 HP vorne. Und ich meine, unsere zwei Top-Tier-Heavies könnten ja rein theoretisch auch drücken. Weil 2-9er, 2-8er. Aber der 9er ist ja auf der A-Linie. Das Objekt wahrscheinlich auch. Also sie haben ja eigentlich nur die 2-8er. Ja, 2-8er vor sich. Oder G-Saw 1008 rumfährt. Ich werde sagen, weil der ist auch komplett runtergeschossen. Ja, die Runde plätschert so vor sich hin. Ich würde sagen, wir schauen uns dann schon mal das Gefechtsergebnis an. Im IS-3 auf Männerheinlein haben wir gemacht ein Überlegungsabzeichen zweiter Klasse und Speer. Wir haben 1343 Schaden gemacht. Damit sind wir diesmal im untersten Drittel gelandet. Aber wenn man guckt, es hat jeder seinen Schaden gemacht. Selbst der Schlechteste hat fast 800 Schaden. Ich meine, es gibt viele Gefechte, da hast du unten 0 oder 400 stehen. Diesmal haben sie alle durch die Bank weg. Also, es hat sich gut verteilt, der Schaden auf unserer Seite. Im Gegnerteam haben sind zwei mit 0 raus, aber dafür einer mit 3100. Das hat bei uns keiner geschafft. So, wir haben 6-mal geschossen, 5-mal getroffen, 3-mal penetriert. Haben aber zusätzlich 2892 Spotting-Schaden gekriegt. Ja, das war schon der erste auf das Objekt. Die 1800 und dann noch ein bisschen was dazu. Ja, wie man sieht, die Runde ging am Ende 10 Minuten und 21 Sekunden. Ich war 2 Minuten 58 Sekunden dabei. War für mich eine relativ schnelle Runde. Aber dank laufender Boost hatte ich immerhin ein Plus von 39.354 Credits. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst mit einem Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.